Das Spiel wurde von Konami entwickelt und auch 1990 bei uns in Europa veröffentlicht. Das hier ist der erste Titel, es gab noch zwei weitere Nachfolger auf den Game Boy. Die Story, naja, besser die Story, ist simpel. Der böse Shredder hat April gekidnappt und ihr befreit sie. Das Spiel ist ein seitlich scrollendes Beat'em'up, in dem ihr einen eurer vier Schildkröten durch diverse Level begleitet und auf alles eindrescht, was sich bewegt. Es erwarten euch insgesamt 5 Level, die euch durch verschiedene Umgebungen führen und am Ende erwartet euch natürlich ein Bossgegner, welcher allesamt bekannte Gesichter sind. Als Angriffsvarianten könnt ihr entweder treten, eure Waffe einsetzen oder Ninja-Sterne werfen. Eure benutzte Waffe variiert natürlich mit dem ausgewählten Turtle, wobei ich im Waffenverhalten jetzt keine großartigen Unterschiede festgestellt habe. Einsammeln könnt ihr natürlich auch etwas, Pizzen füllen euch die Lebensenergie wieder auf. Ansonsten ist das Spiel eher auf die Basics beschränkt. Die Level sind simpel, aber gut gestaltet. Ihr werdet euch jetzt nicht verlaufen oder ähnliches. Gegnertypen sind thematisch passend, zumindest wenn man die jetzt mit dem ersten NES-Titel vergleicht. Euch erwarten zum Beispiel die Mitglieder des Foot Clans oder die kleinen Roboter. Im Prinzip habt ihr im Spiel 4 Leben, die durch die einzelnen Turtles repräsentiert werden. Stirbt einer von ihnen, wählt ihr einfach den nächsten aus. Da diese sich im Spielstil nicht sehr unterscheiden, ist das auch kein Problem. Und ihr könnt mit etwas Übung alles gut meistern. In den Leveln könnt ihr dann auch teilweise Geheimräume finden, die euch zu Bonusabschnitten führen. Nette Idee, aber ich hätte den Aspekt jetzt auch nicht großartig vermisst, um ehrlich zu sein. Das Gameplay ist also recht solide und stimmig umgesetzt. Schade ist jedoch, dass es nicht mehr Level gibt. Wenn ihr einigermaßen gut seid, schafft das Spiel in ca. 25 Minuten und dabei ist es jetzt auch nicht gerade schwer. Das muss jetzt ja auch nicht unbedingt etwas Schlimmes sein. So lädt das Spiel zum entspannten Zocken zwischendurch ein. Vor allem, weil ihr die einzelnen Level sogar einzeln anwählen könnt. Kommt der Level zwar nicht weiter? Kein Problem, überspringt es einfach. Die Steuerung macht euch dabei auch keine Probleme und es ist allgemein alles gut umgesetzt und reagiert gut auf eure Eingaben. Die Grafik ist durchaus gelungen. Die Turtles und die Gegner werden als schön große Sprites dargestellt und es wirkt das Ganze nicht so krümelig. Die Gestaltung der Level ist auch recht stimmig geraten. Manchmal gibt es ja auch nicht sehr schöne Stellen, aber zum Glück sind die eher die Ausnahme. Der Sound ist auch sehr gut gelungen. Die Musik fängt super die Stimmung ein und geht sofort ins Ohr. Das Ganze ist heute auf jeden Fall noch sehr gut anzuhören. Was taugt Teenage Mutant Ninja Turtles für den Game Boy also heute noch? Es könnte schlimmer sein. Es ist jetzt kein herausragendes Spiel, macht aber für seine kurze Zeit durchaus Spaß, ohne allzu sehr eintönig zu werden. Die Turtles-Stimmung ist gut eingefangen und wer sich nach einem kurzweiligen Zeitvertreib umschaut, kann hier auf jeden Fall zugreifen. Zusammenfassend würde ich sagen, es ist besseres Mittelmaß. Das Spiel wurde natürlich wie der Vorgänger von Konami entwickelt und von Palcom 1992 in Europa veröffentlicht, also 2 Jahre nach dem ersten Teil. Insgesamt gibt es 3 Spiele aus der Serie für den Game Boy. Die Story ist im Prinzip ein Platzhalter und für Turtles-Spiele schon fast Standard. Die Reporterin April O'Neil wird mal wieder vom Shredder entführt und eure Aufgabe ist es, sie zu befreien. Also, ja. Die Geschichte tut jetzt nichts wirklich zur Sache. Das Gameplay hat sich jetzt im Vergleich zum Vorgänger nicht groß verändert und ist daher ein klassisches Beat'em'up. Steuert also einen der 4 Turtles durch die Level und kloppt euch durch die verschiedenen Gegnerhorden. Hier ist aber schon der erste Unterschied im Vergleich zum Vorgänger. Die einzelnen Kämpfer haben auch verschiedene Vor- und Nachteile. Donatello hat mit seinem Bo eine größere Reichweite, aber dafür einen langsameren Angriff. Bei Raphael mit seinen Seilgabeln ist es direkt umgekehrt. Kleine Reichweite, aber eine schnellere Geschwindigkeit. Leonardo und Michelangelo spielen sich jedoch im Vergleich relativ ähnlich und sind sowohl bei der Reichweite als auch bei der Geschwindigkeit balanciert. Hier hat sich das Spiel also auf jeden Fall schon einmal weiterentwickelt. Neben den Angriffsmöglichkeiten hat sich auch euer Bewegungsrepertoire etwas weiterentwickelt. Natürlich könnt ihr weiterhin springen und drucken, aber hier könnt ihr euch auch an bestimmten Eckkanten hochziehen. Das klingt jetzt aber spektakulärer als es ist, aber hey! Mehr Möglichkeiten ist immer besser. Auch erwarten euch im Vergleich zum Vorgänger mehr Plattformer-Abschnitte, wobei die Prügel-Action natürlich voll im Vordergrund steht. Euch erwarten insgesamt 6 Level, in denen euch natürlich die gewohnten Gegner erwarten. Soldaten des Foot Clans sind ebenso dabei wie die kleinen Rattenroboter. Und so fühlt ihr euch gleich wie zu Hause. Dieses Mal hat Konami aber auch etwas mehr Abwechslung gesorgt und es gibt 2 Szenen, in denen ihr auf einem Skateboard bzw. Surfboard unterwegs seid.
Eine schöne Idee, die das relativ monotone Gameplay dann doch etwas auflockert. Wenn ihr ein Leben in einem Level verliert, ist hier zum Glück noch nicht Schluss und es springt einfach der nächste Turtle für den Kumpanen ein. Am Ende des Levels habt ihr dann sogar die Möglichkeit, in einem Minispiel die gefangenen genommenen Kollegen zu befreien. Die Steuerung ist wie schon im ersten Teil sehr gut gelungen. Gefühlt ist auch der Schwierigkeitsgrad etwas höher, aber das kann nur mein persönlicher Eindruck sein. Das Spiel kann man auf jeden Fall noch sehr gut zocken, ohne dass es irgendwann zu frustrierend wird. Allgemein kann man sagen, dass das Gameplay durchaus verbessert wurde. Die ganz großen Veränderungen bleiben natürlich aus, aber ein Detail wurde an den richtigen Stellschrauben gedreht. Vor allem die unterschiedlichen Kampfeinschaften der vier Turtles sind eine willkommene Abwechslung. Die Grafik hat sich ehrlich gesagt im Vergleich zum Vorgänger nicht wesentlich verbessert. Hier und da sieht man zwar schon etwas bessere bzw. andere Grafiken, aber hier ist kein wirklich großer Fortschritt zu erkennen. Aber hey, die Grafik war schon im ersten Teil solide und hier natürlich auch. Alles ist gut zu erkennen und macht einen runden Eindruck. Der Sound hat sich auf jeden Fall verbessert, die Musik untermalt wunderbar das Spielgeschehen und auch das Titeltheme wurde gut umgesetzt. Es gibt sogar einige Spaß-Samples, die nicht schlecht klingen. Was taugt Teenage Mutant Ninja Turtles Back from the Sewers also heute noch? Das Spiel hat sich im Vergleich zum ersten Teil auf jeden Fall verbessert und dreht an den richtigen Stellschrauben. Das Spiel ist heute immer noch gut spielbar und macht viel Spaß. Vor allem Turtles-Freunde werden ihren Spaß dran haben. Habt ihr die Wahl zwischen dem ersten und dem zweiten Teil, solltet ihr hier aber auf jeden Fall zu dem zweiten Teil greifen. Wie der Vorgänger wurde das Spiel natürlich von Konami entwickelt und auch 1993 weltweit veröffentlicht. Ein Jahr nachdem ihr Shredder besiegt habt, steht er anscheinend wieder auf und lockt drei der Turtles in eine Falle und entführt sie sogar. Nur Michelangelo wird nicht gefangen genommen und macht sich natürlich auf, um seine Kumpanen zu befreien. Meister Splinter und April unterstützen ihn natürlich bei der Suche. An der Story merkt man schon, dass man hier im Vergleich zu den beiden vorherigen Titeln einen etwas anderen Weg geht. So startet ihr nur mit Michelangelo und könnt erstmal keinen der anderen Kämpfer auswählen. Aber das ist ja auch logisch, die müsst ihr ja auch erst befreien. Aber auch beim Gameplay an sich geht das Spiel einen leicht anderen Weg. Es ist nicht mehr der sehr lineale Brawler, sondern setzt jetzt mehr auf das Erkunden des riesigen Levels. Ähnlich wie im Metroid müsst ihr die großen Level erkunden, kleinere Rätsel lösen und euch natürlich durch die Gegnerhorn kloppen. Ziel ist es natürlich erstmal eure Kumpanen zu befreien. Wenn ihr das einmal getan habt, könnt ihr dann jederzeit zwischen den einzelnen hin und her wechseln. Das Kampfsystem bleibt größtenteils gleich, was jetzt aber auch keine schlechte Nachricht ist, da es ja schon in den Vorgängern schon vernünftig war. Ihr könnt eure Waffen einsetzen, springen, ducken und einen Sprungtritt ausführen. Ihr könnt Pizzen einsammeln, die dann als extra Leben gelten. Das ist auch sehr wichtig, denn im Gegensatz zu den Vorgängern ist das Spiel zu Ende, sobald einer eurer Kämpfer stirbt. Pizzastücke füllen euch in gewohnter Weise die Lebensenergie auf. Damit ihr die Orientierung nicht verliert, könnt ihr jederzeit eine Karte des Gebietes einsehen. Als Gegner erwarten euch die typischen Turtles-Fies-Dinge, wie zum Beispiel die Soldaten des Foot Clans. Natürlich trefft ihr auch gelegentlich auch auf Boss-Gegner. Um voranzukommen, müsst ihr dann auch die Sonderfähigkeiten der einzelnen befreiten Turtles ausnutzen. Eine niedrige Passage hat euch vorher den Durchgang versperrt? Kein Problem! Raphael kann sich in seinen Schildkrötenpanzer verkriechen und so elegant runterschlittern. Auch die anderen Turtles haben ihre ganz eigenen Sonderfähigkeiten und so erschließt ihr euch immer neue Levelabschnitte. Auch müsst ihr gelegentlich Schlüssel finden, um weiterzukommen. Auf diese Weise kommt eine gehörige Portion Spieltiefe mit hinein und es macht einfach Spaß, das riesige Level zu erkunden. Glücklicherweise müsst ihr das Spiel nicht an ein Stück durchspielen, das eine Passwortfunktion gibt. Den Schwierigkeitsgrad des Spiels würde ich auf jeden Fall als schwerer als die anderen Teile bezeichnen, was aber auch eigentlich logisch ist, da ihr auch mehr machen müsst. Zusammengefasst wurde hier zum Glück im Vergleich zu den Vorgängern ein etwas anderer Weg gegangen und das ist auch gut so. Das Spielprinzip kann man sehr kurz mit Metroid trifft auf die Turtles beschreiben. Die Grafik ist solide und hat sich meiner Ansicht leicht verbessert, aber es gibt auch durchaus Besseres auf dem System. Versteht mich nicht falsch, sie ist sehr gut anzusehen, aber irgendwie fehlt mir auch das gewisse Etwas. Der Sound ist ebenso wie die Grafik eher gehobenes Mittelmaß. Die Musik passt stimmig, ist aber nichts Besonderes, was länger im Ohr bleibt. Bei den Effekten sieht es ähnlich aus. Thank you.
Was taugt Teenage Mutant Ninja Turtles Radical Rescue also heute noch? Meiner Meinung nach ist es der beste Teil der Trilogie, ganz einfach, weil es einfach wesentlich mehr Spieltiefe als die anderen Teile bietet. Es macht einfach Spaß, sich durch die labyrinthartigen Level zu kämpfen und zu knobeln. Auch die leichten technischen Verbesserungen tragen zum Spielspaß bei. Die Vorgänger wurden einfach irgendwann doch etwas eintönig. Wenn ihr die Auswahl aus einem der drei Spiele habt, dann greift zum dritten.